Genau, setz hier Titten auf den Eimer. Oh Gott, hier, das RTL-Dschungelcamp. Der grün gewachsene TV-Zirkus, wo sich die ganzen Abwrack-Barbies und Fickflöten schön zum Affen machen. Die Queen kriegt ja mittlerweile ihren faltigen Arsch nur noch zum Tee trinken. Das ist vielleicht auch das Problem. Wenn die hier mal ein bisschen mehr Kaffee trinken würden, dann würden die ganzen Inselaffen auch nicht so auf so verrückte Ideen kommen wie dem Brexit. Ja, der Bachelor, die alte Bumsnudel. Der dauergeile Potenzmongo, bei dem die Frauen freiwillig mit Hu schreien. Ja, hat der Löw mal gucken lassen, ne? Hier schön den Boateng, Müller und Hummels eiskalt abrasiert, ne? Mein lieber Mann. Also eine Personalentscheidung kennt man ja sonst eigentlich nur von Stalin oder Erdogan. Frauen sind wie Zimmerpflanzen. Ja, mal zu trocken, mal zu feucht. Aber wenn du dich ordentlich behandelst, dann brauchst du dich nicht wundern, wenn die irgendwann eingehen. Mein Opa hat immer gesagt, wenn im Walde ruft die Wachtel, dem Mädchen juckt die Schachtel, dem Jungen steht ab der Ständer, ist Frühling im Kalender. So. Ja, Kinder, also in dem Sinne, ne, raus mit euch an die frische Luft, in die Sonne und dann schön zur nächsten oben ohne Schaumparty, beziehungsweise Cabrio-Fahrt, wie der Papa. Und gerade wenn die Stimmung am Knistern ist, wie beim Osterfeuer, hier knickknackmäßig, dann musst du gerade als gut aussehende Hase, beziehungsweise Chef, dir genau überlegen, mache ich jetzt einen auf schüchternes Hauskaninchen oder auf wilden Riesenrammler? Ja, da siehst du auch mal, wie sich die Zeiten gewandelt haben, ne? Ja, die einzige Future, an die wir auf dem Freitag damals gedacht haben, war doch, wie werde ich den Kater bis Montag wieder los? Ja, wir waren damals auch auf der Straße. Zwar nicht mittags mit Plakaten, sondern mitternachts mit der Fahne, sag ich mal. Aber im Prinzip ist so eine Fahrt in der Deutschen Bahn vergleichbar wie mit einem Tag im Büro. Ne? Ja, du hast schlecht gelaunte Mitarbeiter, willst die ganze Zeit nur pennen und weißt nie, ob du pünktlich rauskommst. Mutti? Ja, Mutti! Alte Scheiße aus, ich bin's! Bernd! Stromberg! Sohn! Ja. Und wenn du dir gerade die verrückten Almöhs von der FPÖ anguckst, dann brauchst du dich nicht wundern, wenn die in Brüssel ab sofort nur noch Bunga-Bunga-Partys feiern, sag ich mal. Und von daher ist es wichtig, dass wir rausgehen und wählen gehen, ne? Und zwar das Richtige. Damit unser verkommener Planet hier noch halbwegs zu retten ist. Kinder, ne? Der Papa wünscht euch alles Gute zum Kindertag. Und ich kann mir vorstellen, dass einige von euch aktuell aus der Sauferei gar nicht mehr rauskommen. Ne? Erst Männertag, dann Kindertag, heute Abend noch Fußball. Ne? Fehlt nur noch, dass Selina Gerke hier nackig übers Spielfeld flitzt. Oh, hier, Lena! Lena Gerke! Ha! Kinder, es reißt nicht ab. Wer hat es von Anfang an gesagt? Wer hat es gesagt? Moin. Der Papa ist gerade an der Nordsee. Und zwar in Holland. Süd der Niederlande. Und Niederlande trifft sie auf den Punkt. Das Land ist ja so dermaßen niedrig, beziehungsweise flach. Dagegen sind die Tippen von Kate Moss die Rocky Mountains. Ich hänge wie eine Glocke und kriege Schlepphoden bei der Bullhitze. Von daher sage ich ja immer, um einen kühlen Kopf zu wahren, musst du stets ein Hütchen tragen. Ah, hier, unsere Teutonen-Elfen. Da habe ich mir schon den ganzen Tag drauf gefreut, oder? Ganz ehrlich, ne? Der Achtelfinale, das ist schon doll, ne? Und ich dachte anfangs immer noch, Frauenfußball sei wie Pferde denn mit Esel. Ja, Kinder, heute geht's los. Ne? Aber die Scheiße am Reisen ist natürlich der Flughafen, ne? Ja, du musst gefühlt irgendwie Jahre vorher da sein, dein Gepäck kilometerweit schleppen und wenn da auch nur ein Gramm zu viel ist, dann kostet es gleich 50 Euro. Kikeriki, Kikeriki! Wo ist der Hahn? Da, Kreta. Lacher. Leute, 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 ihr Führerschein auf der Rikscha gemacht, oder was? Aber das, was ich auch immer sage, ne? Wenn aus dem Girokonto plötzlich ein Gyros-Konto wird, dann brauchst du dir nie wundern, ne? Dann muss ich sich schön mein Papa wieder zurückholen, ne? Aber ohne mich. 1,43 und diese, mein Hamster pupt. Ja? Denn du musst im Urlaub nicht nur den Bimbam, sondern die ganze Seele baumeln lassen. Und dich am besten wie so ein besoffener Engländer schön in die pralle Mittagssonne lassen. Und dir einen auf Teilzeitkameleon machen. Ich bin ja eher so ein warmer. Also, jetzt nicht so ein warmer Bruder wie Onkel Detlef. Nee, sondern hier, ne? Wie so ein schönes, knackiges Würstchen. Ne? Braun gebrannt, schön am Brutzeln. Und mit Würstchen meine ich eigentlich saftiges Steak. 29 Jahre deutsche Einheit. Ja? Wahrscheinlich können sich einige von euch gar nicht mehr vorstellen, dass Deutschland mal geteilt war. Ja? Und
nur weil hier Onkel Adi glaubte, ganz Europa erobern zu können. Zum Glück nicht. Andererseits könnte hier Greta Thunfisch, Thunberg auch ein Wäschesack von Ikea sein. Also rein optisch jetzt. Sieht ja Ernies Würsingpampe manchmal noch schöner aus. Ne? Aber die meisten Chefs hier, ne? Krawatte zu lang, Badehose zu eng. Aber nicht der Papa. Beim Papa kommt nämlich erst der Spaß und dann das Vergnügen. Und ja, die Zeitumstellung, die sitzt dem Papa noch in den Knochen. Das muss man ganz klar sagen. Ne? Ich sage immer, egal ob Winterzeit oder Arbeitszeit, ist beides immer Zeitverschwendung. Da wird aus Feliz Navidad ganz schnell, oh please, fuck me hard. Wenn du ordentlich was im Stiefel haben willst, dann brauchst du nicht so abgetragene Latschen vom Ernie hinstellen, sondern brauchst du richtig dicke Dinger vor der Tür. Ja, wieder Papa. Ja. Im Prinzip ist der 24.12. wie so ein ja, Freitag im Büro. Ja? Also ganz nach dem Motto, Freitag ab 1 macht jeder seins und Donnerstag davor, da gehen wir schon volles Rohr. Okay, das ist wahr's. Winke, winke 2019, sag ich. Mein, beziehungsweise euer. Also unser erstes gemeinsames Jahr. Und das war schon doll, mein lieber Mann. Hatten wir Spaß? Ich könnte dir Konfetti kotzen. Also Kinders, auch fürs nächste Jahr voll Dampf, ja? Guten Rutsch und dann rocken wir hier aber nochmal alles. Ne? Und heute Abend immer dran denken, safety first. Ne? Denn ja, Raketen an Silvester ist wie Vögeln ohne Gummi. Also, andersrum jetzt. Also, schon geiler mit, beziehungsweise ohne, aber im Prinzip dann doch sicherer ohne. Beziehungsweise mit. Ja, komm. Lirum larum, ihr Knallerbsen, ne? Der Papa wünscht euch einen guten Rutsch, ein fröhliches neues Jahr und bis bald!